Im Norden des Irak arbeiten Hilfsorganisationen fieberhaft am Aufbau von Zeltlagern. Im Zuge der Offensive gegen die Dschihadisten-Miliz Islamischer Staat in Mosul erwarten sie eine humanitäre Katastrophe. Ahmed ist die Flucht aus der zweitgrößten irakischen Stadt Mosul gelungen. Jetzt bangt er um seine Familie. Als wir hierher kamen, hat man uns geholfen, auch mit Lebensmitteln. Aber wenn meine Familie kommt, wird sie dieselbe Hilfe erhalten? Wir wissen es nicht. Diejenigen, denen die Flucht aus Mosul gelingt, sind noch lange nicht in Sicherheit. Die Zivilisten stehen vor vielen Problemen. Nach der Eroberung von Falludscha sind Zivilisten beschossen oder als menschliche Schutzschilde missbraucht worden. Heckenschützen feuerten auf sie, als sie den Fluss überqueren wollten. Wir fürchten, dass den Menschen aus Mosul das Gleiche widerfahren wird. Hilfsorganisationen rechnen mit Hunderttausenden Flüchtlingen aus der Region Mosul. Die Vereinten Nationen haben Hilfen im Umfang von umgerechnet rund 330 Millionen Euro angefordert, aber erst die Hälfte davon ist eingetroffen. Auch mit logistischen Problemen kämpfen die Helfer. Für eine menschenwürdige Versorgung der Flüchtlinge fehlt ihnen schlicht die Zeit.